Leute und willkommen zurück. Da Rainerle am 23.01.24 die überhaupt nicht bedenkliche Idee geäußert hat, seine dumme Fixsekte eventuell nach Thailand verlegen zu wollen, ja, da bin ich mal wieder ausgerastet. Da schreibt er in der Urform seines Blogs permanent davon, dass er unbedingt Kinder dabei haben will. Und dann bringt er selber die Idee ins Spiel, das nach Pattaya zu verfrachten. Diese Scheißtür, die ist doch schon lange nicht mehr existent, Mann. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf kommen wir dann heute mal zu zwei kleineren Sekten, die in Großbritannien beheimatet waren. Warum zwei? Weil ich keinen Bock drauf habe, dass das nur ein 10-Minuten-Video wird. Bei diesen beiden Sekten handelt es sich um sehr schwierig aufzuarbeitendes Material. Dies liegt vor allem daran, dass die Mitglieder beider Sekten sehr schwerwiegende Verbrechen begangen haben. Sie wurden zwar hierfür jeweils zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, ja, aber das macht das Ganze natürlich auch nicht wieder besser. Fangen wir also mit dem ersten Pfuhl an Ekelhaftigkeiten, dem sogenannten Birmingham Bathing Cult, an. Bei dem Birmingham Cult handelt es sich um eine von den nigerianischen Einwanderer und Pharmazeuten Michael Olorunbi angeführten Splittergruppe der nigerianischen Cherubim- und Seraphim-Kirche, die er in Birmingham, England, aufzog. Auch wenn die Mitglieder mittlerweile rechtskräftig verurteilt wurden und es auch Medienberichte hierzu gab, ist vieles der Öffentlichkeit nicht bekannt. Dies liegt daran, dass es sich um eine Sekte mit rund 40 Mitgliedern handelte, die sich schwerster Verbrechen an Kindern schuldig gemacht hat und das Gericht zum Schutz der Opfer viele Details unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt hat. Olorunbi gründete seine Gruppierung 1989 mit ihm als den einzig wahren Propheten, dessen jedes Wort genau befolgt werden musste. Er und seine Frau nutzten die Manipulierbarkeit von Eltern mit Kindern, um diese in ihre Sekte zu locken, meist über leicht zu beeindruckende Kinder. Diese führte er in seiner Sekte zusammen und hielt immer wieder, ja, heilige Zeremonien hinter verschlossenen Türen, sowohl seines eigenen Privathauses als auch den Häusern von Mitgliedern. Diese Zeremonien liefen dann, ja, wie folgt ab. Er nahm sich die Kinder und führte sie in das Badezimmer, um hier ein heiliges Bad zusammenzunehmen, bei dem er seinen Opfern und deren Eltern versprach, sie würden Böses vom Kind fernhalten und ihnen Glück bei ihren anstehenden Schwierigkeiten bringen. Was genau er seinen Opfern hier antat, ist in den öffentlichen Akten geschwärzt, wurde seinerzeit jedoch von den britischen Medien als harrowing, also erschütternd, grauenhaft, qualvoll und entsetzlich beschrieben. Auch seine Frau war in zahlreiche dieser Fälle verwickelt und wurde als Mittäterin angeklagt und verurteilt. Die einzig öffentlich bestätigten Verbrechen, die sie gemeinsam begingen, umfassten körperliche Misshandlungen an Kindern und Jugendlichen, Verbrechen gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Vergewaltigungen in zahlreichen Fällen. Natürlich sind die meisten Einzelheiten nicht bekannt, da sie eben vom Gericht redigiert wurden. Jedoch die Aussagen einiger älterer Opfer besagen, dass ihnen der Inhalt einer Parfümflasche zwangsweise eingeflößt wurde, wenn sie sich gegen die Annäherung zu wehren versuchten, beziehungsweise Schlägen, Tritten und anderen Körperverletzungen mit schweren Gegenständen ausgesetzt waren. Und hier dann nochmal den Bogen zu unserem Oberthema zu ziehen. Einmal noch der Auszug aus dem Ermittlungsverzeichnis in der Staatsanwaltschaft Nürnberg führt. Unter anderem eben die verurteilten Körperverletzungen und eben auch der Abruf kinder- und jugendpornografischer Medien. So jemand hat einfach rein gar nichts im Umfeld von Kindern verloren. Ansonsten sieht man ja, was das Ergebnis davon sein wird. Zurück zu Olorunbi. Ihm selbst wurden mindestens 88 einzelne Instanzen der Vergewaltigung nachgewiesen, wobei die Staatsanwaltschaft von mindestens doppelt so vielen Taten ausging. Er setzte seine Opfer damit unter Druck, dass er ihnen drohte, ein Kind würde zu einer entstellten Hexe oder einem Dämon verwandelt werden, oder es würde alles, was ihm lieb ist, verlieren, vor allen voran die Eltern, wenn es sich wehrte oder den Missbrauch meldete. Er rationalisierte und legitimisierte seine Verbrechen damit, dass er ja Gottes Willen ausführe und es sich dabei lediglich um ein Reinigungsritual handle, ähnlich der christlichen Taufe. Die englische Staatsanwaltschaft, der Crown Prosecution Service, CPS, stellte die besondere Boshaftigkeit der beiden Hauptangeklagten hervor,
indem sie ihnen durch ihren Einfluss und ihre Autorität innerhalb der Sekte nachweisen konnten, dass sie ihre Opfer so weit manipuliert hatten, dass diese oftmals wirklich davon ausgingen, dass Olorunbi seine Handlungen im Namen Gottes ausführte. In einer Konfrontation mit einem Angehörigen eines Kindes, welcher keine Verbindung zu der Sekte hatte, war er jedoch sehr schnell dabei, den Teufel als Drahtzieher hinter seinen Verbrechen vorzuschieben, welcher sich durch ihn als Medium selbst an den Kindern verging. Somit sei er laut ihm selbst nicht für seine Taten verantwortlich und seine Opfer und deren Angehörigen dürften ihn deshalb auch nicht für die Taten verachten und hassen. Es sei einfach nicht seine Schuld gewesen. Fucking pieces of shit. Auch hier sieht man dann die eindeutige Parallelen zum Buttergrab aus dem Inzestdorf. Ich meine, wie oft durfte man sich anhören, dass er ja nicht für seine Verfehlung verantwortlich sei. Das beste Beispiel hierfür ist einfach immer noch das Resultat seiner mehrfachen Verurteilungen wegen Körperverletzung, die ja überhaupt nicht seine Schuld waren. Ich meine ja, wessen auch sonst, ne? Rainer, du hast mit Steinen auf Menschen geworfen, mit Pfefferspray aus dem Hinterhalt angegriffen, dich mit deinen 250 Kilo Übergewicht auf jemanden draufgeschmissen, mit einer Taschenlampe als Waffe zugeschlagen und noch so vieles mehr. Das war niemand sonst und es ist einfach widerlich, wie es immer solche Wesen sind, die sich dieser Schuld nicht annehmen wollen, obwohl es objektiv keine andere Einschätzung geben kann. Olorunbis bestätigte Opfer sind 6 Mädchen und ein Junge, welche er auch teilweise über Jahre hinweg weitergehend missbrauchte. Sein jüngstes Opfer war ein 8 Jahre altes Mädchen. Und da Olorunbi Verhütungsmittel ablehnte, wurden auch einige der Opfer schwanger. Diese Schwangerschaften brach er gewaltsam ab, mal indem er die Mädchen unter falschen Namen in Abtreibungskliniken einbuchte, mal durch verschiedene Medikamente und gewaltsam selbst durchgeführte Abbrüche. Seine Frau half ihm in den meisten Abtreibungsbemühungen und 3 der Opfer erhielten so über mehrere Jahre hinweg mehrere forcierte Abtreibungen, eines ganze 6-mal, während sie noch ein Schulkind war. Die Auswirkung der Taten auf die Kinder wurde vom CPS als massiv benannt und ein Opfer wird zitiert mit Olorunbi took my innocence, my youth and my purity as a child. Ein anderes aß nach dem Missbrauch so viel Seife, dass es permanente Schäden davon trug, einfach um dieses Gefühl, dieses Monsters nicht mehr spüren zu müssen. Sie haben gemein, dass sie den Wert ihres eigenen Lebens in Frage stellten, wenn dieses nur aus solchen Gräueltaten bestand. Die National Society for Prevention of Cruelty to Children, NSPCC, schrieb in ihrem Pressestatement, dass Michael Olorunbi hinter der Fassade von Vertrauen und Respekt die Kinder mit ihren Urängsten manipulierte, um seinen kranken Trieben nachgehen zu können, während seine Frau Juliana im höchsten Maße zu dem Trauma beitrug. Dieser Missbrauchskult wurde 1989 gegründet und flog erst 2018 auf, als ein Opfer den Mut fand und den Missbrauch den Behörden meldete. Michael Olorunbi wurde am Birmingham Airport festgenommen, als er versuchte, in sein Heimatland Nigeria zu fliehen, als er darüber gewarnt wurde, dass ein Opfer sich den Behörden gestellt hatte. Laut Polizei arbeitete er während seiner gesamten Verbrechensserie auch weiterhin noch als Pastor. Er wurde in 32 Fällen angeklagt. Diese begangen zu haben, beschritt er aber bis zuletzt. Nach 9 Wochen Verhandlung wurde er in 24 Fällen des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt, hiervon alleine 15 Fälle von Vergewaltigung. Seine Frau Juliana wurde in 3 Fällen zur Beihilfe und versuchter Vertuschung durch illegale Abtreibung verurteilt. Am 6. März 2020 wurden die beiden Anführer rechtskräftig verurteilt. Die Richterin Sarah Buckingham nannte in ihrem Urteilsspruch Olorunbi als arrogant, egoistisch und eitel und begründete ihr Urteil damit, dass er die Kinder mit Angst und Gewalt gefügig gemacht hatte, was einen extremen und schwerwiegenden Einfluss auch auf ihr weiteres Leben haben wird, und beschloss ihr Urteil mit den Worten: In my judgment, your offending must be one of the worst cases of sexual abuse of multiple children to come before the courts. Michael Olorunbi wurde im Alter von 60 Jahren schließlich wegen verschiedener Schweregrade des sexuellen Missbrauchs an Kindern zu 34 Jahren Haft verurteilt. Seine Frau im Alter von 58 wegen Beihilfe zu Vergewaltigung in 3 Fällen zu 11 Jahren. Wie hart die Parallelen zwischen Olorunbi und eines uns bekannten Internetbettlers sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Was ich hier für welche sehe, habe ich eigentlich dargelegt. Und weil ich diese Gemeinsamkeiten hier als gegeben sehe,
ziehe ich diese Vergleiche, für die man leider ehrlich bereits genügend Anhaltspunkte über die Jahre bekommen hat. Wenn er sich wirklich irgendwohin absetzt und dort eine abgeschottete Kommune hochziehen will, ja, dann einfach wirklich gute Nacht. Das kann nicht nur, sondern es wird auf Garantie massivst böse enden, wenn er das durchzieht. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 13. Okay, also knapp an der Grenze. Dann sei froh, dass ich nicht bei euch bin. Ich würde euch beide ins Bett stecken. Ich mag Kinder. Allein wenn man Kinder über die Wange streichelt, das ist was anderes als bei einem Erwachsenen. Da ich euch eingangs zwei Sekten versprochen habe, immerhin sind die Informationslagen etwas spärlich aufgrund der Natur und des Opferschutzes, kommen wir dann jetzt zu etwas, was zumindest in der Benennung definitiv ein Vorbild war, dem Kidwelly Sex Cult. Der Kidwelly Sex Cult ist eine weitere Sekte, die in dasselbe Schema fällt. Sie manipulierten Kinder und Jugendliche unter der Leitung des Anführers Colin Badley, seiner Frau und drei weiteren weiblichen Anführerinnen. Sie missbrauchten ihre Opfer über mindestens zwei Dekaden von den 1990ern bis 2010. Mindestens, da dies lediglich die Tatzeiträume sind, die den Mitgliedern eindeutig nachgewiesen werden konnten. Die fünf Mitglieder zogen gemeinsam in eine Straße des walisischen Kidwelly und der Rädelsführer Colin Betty zog zuerst in diese Straße, gefolgt von seiner Mätresse Shelley Miller, anschließend Jacqueline Marling und ihren weiteren Anführern. Sie identifizierten ihre Mitglieder über ein Tattoo des Auges von Horus auf ihren Arm und im Sammeln von altägyptischen religiösen Objekten. Sie nahmen junge, beeinflussbare Kinder ins Visier und unterzogen sie einem Initiationsritus, der immer mit erzwungenem Geschlechtsverkehr mit einem Erwachsenen endete. Kinder, die sich zu wehren versuchten, wurden mit Gewalt und Todesdrohungen in Schach gehalten. Im Gerichtsprozess berichtete ein Mädchen davon, dass sie nach dem Initiationsritus auch mehrfach zu sexuellen Handlungen an Badley und fremden Teilnehmern ihrer satanischen Orgien gezwungen wurden. Ein Druckmittel Badleys waren seine beiden Rottweiler, die er in Vorbereitung auf seine Verbrechen hungern ließ, um sie in dem Zimmer anzuketten, in welchem er den Missbrauch durchführte. Die hungrigen Hunde machten den Kindern umso mehr Angst, als dass sie auch in der Nachbarschaft schon als aggressiv galten, wenn sie, ja, ordnungsgemäß gefüttert worden waren. Ausgehungert wurden sie also umso fürchterlicher beschrieben. Der Missbrauch selbst fand oftmals als, ja, Höhepunkt dieser satanischen Rituale statt. Als Grundlage seiner Predigten nahm Badley die Schriften des britischen Schriftstellers, Okkultisten und Magiers Aleister Crowley, vor allem The Book of Law, The Book of Magic und Equinox of the Gods, welches Badley während der Zeremonien verlas. Seine Predigten endeten stets damit, dass die Teilnehmer sich entblößten und ihre Idee der freien Liebe nachkam. Jedes Sektenmitglied hielt eine gebundene Ausgabe von Crowleys 1904 verfassten Book of Law und in der Verhandlung bekräftigte die Staatsanwaltschaft, dass dieses Buch besorgniserregende Themen enthielt. Es wurden unter anderem folgende Passagen hierfür zitiert. Let all chaste women be despised. Sex with anyone is not just permissible, but to be encouraged. Prostitution is to be admired. Und some of the most passionate and permanent attachments have begun with rape. Rome was founded thereon. Der führende Richter Paul Thomas nannte das Dokument als Reaktion auf die angeführten Zitate ein lächerliches und ekelerregendes Dokument. Und auch hier lässt sich dann für uns sichtbar wieder wunderbar erkennen, dass jede einzelne Facette des geisteskranken Internetbettlers schon bereits vorher existierte und er rein gar nicht sein eigen nennen kann, nicht einmal die komplett gestörten Ideen und Wünsche. Bezweifle zwar stark, dass er irgendwann schon einmal von Aleister Crowley und seinen ekelhaften Büchern und Fantasien gehört hat. Aber wer um diesen sehr gestörten und verwirrten Trickbetrüger ein wenig Bescheid weiß, der kann auch hier schon wieder einmal besorgniserregende Gemeinsamkeiten erkennen. Aus einem von Crowleys Büchern habe ich ja gerade zitiert. Reiners Werke haben ähnliche Inhalte. Nur dass bei ihm wirklich jedes Mal Kinder in seinen kranken Sexgeschichten auch Bezug finden müssen. Der Sektenforscher Ian Hayworth wurde zu den Vorfällen befragt und bestätigte schließlich der Gruppierung den Status als Sekte und geht davon aus, dass in Großbritannien alleine zwischen 500 und 1000 Sekten im Verborgenen agieren. Die meisten würden in den ländlichen Gebieten
oder den am dichtesten besiedelten Städten agieren, um so besser, ja, im Geheimen operieren zu können. Haworth beschrieb die Methoden, die üblicherweise von Sektenführern zum Brechen des Willens ihrer Opfer eingesetzt wurden, als Schlafentzug und Nahrungsverweigerung sowie körperlichen Schmerzen. Wenn diese Verbindung über üblicherweise 4 bis 5 Tage aufrechterhalten würde, könne man so den Willen eines jeden untrainierten Menschen brechen, egal wie mental gesund dieser sei. 5 Opfer sagten schließlich im Gericht aus, dass sie in die Häuser von Sektenmitgliedern verschleppt oder gelockt wurden und es noch wesentlich mehr Opfer gab, die jedoch aus Angst vor Bedley und seinen Anhängern nicht aussagen wollten. Vor allem, weil auch nie alle Mitglieder gefasst werden konnten, da einige immer maskiert auftraten und so nie identifiziert wurden. Ein 15-jähriges Opfer beschrieb ihre Tortur damit, dass sie zwischen den Mitgliedern wie ein Spielzeug rumgereicht wurde. Ein weiteres sagte aus, dass sie mit 11 das erste Mal missbraucht wurde und die Sektierer all ihre anschließenden Torturen von ihr auf Video festgehalten haben. In einem gemeinsamen Statement sagten die Opfer aus, "It has been a nightmare journey for each and every one of us." Die Tochter von Jacqueline Marling, der Mätresse des Rädelsführers, welche zu ihrer eigenen Sicherheit lediglich unter dem Pseudonym Annabelle Forrest benannt wurde, gab ebenfalls eine vernichtende Aussage gegen ihre Mutter und den Rest des Kults ab. Mit 7 Jahren wurde sie bereits dazu gezwungen, dem Akt ihrer Mutter und Bedleys beizuwohnen. Mit 11 wurde sie das erste Mal von Bedley missbraucht. Mit 13 wurde sie zur Teilnahme an Orgien, unter anderem mit ihrer eigenen Mutter, gezwungen. Ihre Geschichte beschrieb sie selbst mit den Worten, "I was a schoolgirl by day and a sex slave at night. It got so bad that at one point I tried to take my own life." Mit 18 gebar sie das Kind von Bedley. Dieser zwang sie fortan in die Prostitution mit, laut Schätzung der Staatsanwaltschaft, über 1800 Männern, wobei ihr gesamtes Geld immer von Bedley beschlagnahmt wurde. Sie konkludierte ihre Aussage damit, dass über die Jahre ihres Missbrauchs viel zu viele Menschen weggesehen und eigentlich unübersehbare Zeichen ignoriert haben. Vor allem verwunderte sie, dass sie in einer so kleinen Gemeinde lebte, aber angeblich niemand irgendetwas mitbekommen hätte. Und auch hier sehe ich schon wieder einmal grauenhafte Übereinstimmung. Der Täter lebte in einem kleinen Dorf. Jeder kannte jeden, aber niemand will etwas von den Verbrechen mitbekommen haben. Das erinnert sehr stark an einen anderen Menschen, bei dem auch jeder mit Autorität weggesehen hat, damit es anschließend bei seinen begangenen Körperverletzungen hieß, dass man das ja nie hätte kommen sehen. Wenn man halt nicht hinsieht und es bewusst ignoriert, dann kann man es auch einfach nicht erkennen. Ich erinnere hierbei auch noch einmal gerne an das Statement der Staatsanwaltschaft Nürnberg führt, die da gesagt haben, dass sie die Festplatten nicht durchsucht haben, dass ihnen zu viel Aufwand beschert hätte. Hätte jemand aber mal den Rechner wenigstens hochgefahren, hätte man festgestellt, dass der Verdächtige seine Festplatten vor Abgabe bei der Polizei bereits formatiert hat. Ja, es war nur die Standard-Windows-Formatierung, aber es ist doch bereits zumindest meiner Meinung nach eindeutig ein Schuldeingeständnis, weil man zumindest versucht hat, die Beweise zu vernichten. Von den 5 Angeklagten im Bedley-Fall wurden 4 rechtskräftig verurteilt, die 5. von der Anklage freigesprochen. Insgesamt wurden 47 Anklagepunkte gegen die sexuelle Unversehrtheit von Kindern verurteilt. Das Verfahren endete im März 2011. Vincent Baden, ein Mitglied, wurde im Alter von 70 Jahren wegen 2 Fällen von sexuellem Missbrauch Minderjähriger zu 3 Jahren Haft verurteilt. Shelley Miller, eine der Führungskräfte, im Alter von 35 wegen unzüchtigen Verhaltens gegenüber einem Kind und Überreden eines Kindes zu sexueller Aktivität mit einem Erwachsenen zu 5 Jahren. Elaine Bedley, die Frau des Rädelsführers, wurde im Alter von 47 wegen 3 Fällen des unzüchtigen Verhaltens mit einem Kind und einem Fall der sexuellen Aktivität mit einem Kind zu 8 Jahren Haft verurteilt. Jacqueline Marling, die stellvertretende Anführerin, im Alter von 42 wegen Beihilfe zur Vergewaltigung, Organisieren illegaler Prostitution, Überreden eines Kindes zu sexueller Aktivität mit einem Erwachsenen und 3 Fällen von unzüchtigem Verhalten mit einem Kind zu 12 Jahren Haft. Der Anführer Colin Bedley wurde mit 48 wegen 11-facher Vergewaltigung, 3-facher sexueller Belästigung, Zuhälterei, Überreden Minderjähriger zu sexuellem Kontakt mit Erwachsenen, 6-facher forcierter analer Penetration und 12-fachen Besitzes von verbotenen Fotografien von Minderjährigen zu einer unbestimmt langen Haft verurteilt. Dies bedeutet, dass nach einem Mindestmaß von 11 Jahren erneut evaluiert wird, wie gefährlich er weiterhin ist und von dort
an wird ein weiteres, möglicherweise wieder unbestimmt langes Strafmaß verhängt, welches dann erneut nach 11 Jahren geprüft wird. So ist es glücklicherweise tatsächlich möglich, dass er bis zu seinem Lebensende in Haft bleiben wird. An diesen beiden Beispielen haben wir dann auch gesehen, warum solche Wesen sich immer entweder in den größten Metropolen oder den kleinsten Dörfern aufhalten. Entweder sie gehen in der Masse unter oder verstecken sich dort, wo sie niemand außer der Dorfgemeinschaft jemals sehen wird. Woran mich das erinnert, kann sich, glaube ich, jeder selber denken. Dieses Wesen jedoch hat sich ja auch jahrelang im gefühlt kleinsten Dorf Deutschlands versteckt gehalten und aus dem Schutz der Dorfgemeinschaft heraus auch in feinster Regelmäßigkeit Straftaten unterschiedlichen Schweregrades begangen, unter anderem ja auch den Konsum von verbotener Pornografie. Und jetzt will er sich in einer abgesperrten, autark orgierenden Kommune ausschließlich mit von ihm per Hand ausgesuchten Mitgliedern bewegen und alles soll sich um FKK und Sex drehen. Während nach seiner Vorstellung auch auf jeden Fall Kinder dabei sein sollen, momentan möchte er die Scheiße ja anscheinend auch in Thailand abhalten. Wer denn jemals in einen Flieger in Richtung eines solch vorbelasteten Gebiets steigen lässt, der gehört auch definitiv wegen Beihilfe mit eingeknastet.